Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir den Burgfried angefangen zu bauen, haben die Käsefabrik aufgestellt und haben schon mal einen Plan für unsere Taverne aufgebaut, damit wir wissen, wie ungefähr wir die erste Mini-Taverne bauen und nicht direkt so übertreiben wie beim letzten Mal. Also lass uns fortsetzen, weil unser Turm wird gleich fertig. Unser Burgfried ist gleich so weit, dass er verwendet werden kann. Wir haben 3 Arbeitslose und das ist toll, dass der so schick ausschaut. Ja, ich sollte Soldaten ausbilden. Ich hab's verstanden. Werden wir auch machen. Ich tue die allen freien Mitarbeiter mal zu Soldaten befördern. Wir sollten jetzt den auch trainieren gehen eigentlich, oder? Warum? Wieso? Aber ich akzeptiere es. Ist vollkommen okay. Ich setze das mal nochmal komplett um. Da wo wir es aktuell nicht im Weg ist, weil ich glaube wir brauchen mehr Dings, mehr Wohnfläche. Was ich irgendwie nicht gar nicht verstehen kann, aber irgendwie scheint es vielleicht auf Wohnfläche ausgehen würde für ein paar Leute. Oder weil sie halt woanders wohnen wollen. Hm. Ah, jetzt bauen sie so weiter. Hm. Okay. Wahrscheinlich, weil auch die Aktivität hier einfach höher ist. Das kann auch gut sein. Ein gesamter Pitted Audience. Was wollt ihr denn diesmal? 30 Bären, ne? Das kann ich mir sogar diesmal leisten. Diesmal geht es an den Klerus. Ey, gerade eben hieß es, ich kann es mir leisten. Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott, hier toll. Ah, nee, jetzt kann ich es nicht. Und tschüss. Tschüss, weg ist es. Wohnhaus wurde fertiggestellt. Wollen wir hier, oder reicht es mit dem Brunnen? So scheint so. Jetzt haben sie sich entschlossen, sich anzuschließen an uns. Und dann würde ich auch gleich sagen, dass die 2-9 sich dann gleich in unserem Burgfried verpassen können. Da haben wir nur 5 und wir brauchen 15 für die Jagdhütte. Fucking 15! Und ich kriege es wahrscheinlich nur dadurch, dass ich den hier erweitere, oder? Jetzt bin ich gerade mal. Das bringt 2 Punkte. Wie viel bringt das? 2,5 Punkte. Also wenn ich auf jeder Seite ein paar aufhänge, ist es vollkommen in Ordnung. Ich will mit wenig Aufwand gerade die Punkte nach oben schieben. Und wenn es halt auch jetzt mal Vorabkosten hoch sind. Mein Gott, das muss mal sein. Dann würde ich sagen, Bau beginnen. Es muss einfach sein. Das muss jetzt einfach sein. Aber unser Dorf gedeiht eh prächtig. Wir sind jetzt weiter als ich beim. Und wir haben auch mittlerweile den Punkt, sagen wir mal, überschritten, wo ich letztes Mal war. Wie schaut es mit der Wolle aus? Haben wir so viel auf Lager oder nee? Wolle ist mehr Mangelware mittlerweile. Was uncool ist. Also es könnte auch daran liegen, dass die nie groß werden und deswegen tun wir alle mal kurz weg. Ja, ich habe doch nur ein paar neue geholt. Weil die müssen jetzt kurz wachsen. Weil die wachsen relativ flott jetzt und das ist, ich glaube, es hat echt gebackt durch Speichern oder irgendwas, das nicht mehr gewachsen sind. Und ich glaube, deswegen haben wir weniger Wolle gemacht. Und man kann ja dann auch die Kleinen nicht scheren und so Zeugs, ne? So, das sollte aber jetzt gut funktionieren dann. 200 plus, ja easy. 2 haben sich entschlossen, sich anzuschließen. Wie schaut es mit unserem Punkt aus? Er hat sich noch nicht erhöht. Okay, schade.
Aber rein theoretisch müsste das allein 20 Punkte sein, was jetzt hier hinkommt. Was fehlt noch? Ja, noch so ein bisschen was. Alles fehlt also noch 40 Stoff. What? Das ist natürlich jetzt nicht so angenehm, aber wir haben ihn fast. Haben wir 40 Stoff Flager? Ah, fast. Ich arbeite zu kriegen Leber. Ah, der hat den Leber jetzt direkt geholt. Wir müssen also noch irgendwo dann noch ein Wolltypchen hinsetzen. Dass das alles gut klappt. Aber es scheint eh ganz gut zu funktionieren bis jetzt. Also, vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu flott einfach. Bin ich einfach zu flott ein bisschen angegangen. Wie sieht es eigentlich mit der Kirche aus? Dafür fehlt mir noch 1,15 Punkt. Weil ich muss hier noch irgendwas hinzufügen, wahrscheinlich einfach. Sowas, sowas, sowas. Die noch schnell einfach. Dann können wir nicht die neue Kirche auch irgendwo hinsetzen. Oder auch wenigstens mal planen. Dann können wir die alte abreißen. Und endlich eine neue, schöne Kirche beginnen. Das ist ja gleich geil. So. Sind die eigentlich mittlerweile ausgebildet oder... Prachtstufe haben wir erreicht, jawohl. Oh, will ich mich verarschen? Hölzerner Bergfried dekorativ. Jawohl. Habe ich auch unbedingt gebraucht. Auch zu der Kirche. Alter. Mich würde ja interessieren, was hier jetzt zum Beispiel. Ich würde nochmal gerne. 1, 2, 3 Soldaten einstellen. Da haben wir 6 Soldaten insgesamt. Für den Anfang auf jeden Fall genug. Ich überlege gerade bloß, ob wir das dann vielleicht die Taverne hier irgendwo hinstellen sollen. Wir müssen auf jeden Fall das hier noch kaufen, das kaufen. Oh, wir brauchen hier unten noch einen Mitarbeiter. Warte mal. Jane ist unser vierter Fischer. Der vierte Jane Fischer. Ja, das Geld läuft super rein. Also das ist 100 allein durch Handel nehmen wir ein. Da kann man nicht meckern. Wir haben so viel Holz auch wieder auf Lager. Das ist echt schon ekelhaft. Eigentlich eine schon ekelige Sache. Wenn wir hier vielleicht die Taverne machen, müssen wir hier das dazu kaufen oder so. Keine Ahnung. Aber wir setzen halt wirklich hier die Taverne hin, weil das, der Teil wird eh abgerissen. Zieht unten wird es so ein Außengrenzposten, weil ich muss hier den Wald entfernen. Das ist auf jeden Fall klar, weil ich hier die Hopfenfelder hinsetzen würde gerne. Und dafür brauchen wir halt dementsprechend ein bisschen Platz. Was wir auch noch bauen können, warte mal, wir können Köhler schon bauen. Wir jetzt ja dementsprechend Platz auch hier unten am Wasser, dann können die notfalls ihre Kohle direkt einmal runterkühlen, falls es doch mal abfackelt hier, ne? Nee, nee. Wir bräuchten noch mal jemanden für eine Audienz. Oh, neue Dorfkirche hat eine neue Stufe erreicht. Die Gesteinmauernkirche und Handelsbonus. Kirche ist, ja, da bitte natürlich nachkommen. Ich designe mal kurz die Kirchbau. Monumente. Kirche. Die Frage ist, wo setzen wir denn die Kirche hin? Das ist eher so die Frage.
Gebäude. Wollen wir kurz Platz zum Design. Also auf jeden Fall musst du ein bisschen größer sein. Erweiterung B. Kleiner Turm. Ist ein Turm? Tür. Kategorie Glockenturm. Ach, das ist so ein Turm. Ein ganz simpler Turm ist das. Runder Turm. Halt, eckige schaut gerade noch geiler aus. Wundglas? Oh, oh, scheiße, Glas haben wir noch nicht. Ja, können wir noch nicht verwenden. 52. Das wird teuer, du. Ein Bogen. Zum Beispiel nachher den Innenbereich zu sein oder sowas. Oder dich hier dann so hin? Nicht so Hauptgebäude designen, das ist die Tür in die Kirche und mehr haben wir eh gerade nicht zur Auswahl, aber das, dann würde ich es bei einer sehr simplen Kirche fürs Erste lassen. Das heißt zu weit weg. Oh, warte, stopp. Nein, ist der schon wieder auf dem Weg. Mann, das war unsere Chance, die Jagdhütte zu bekommen. Was heißt denn da zu weit weg? Ganz checken, du bist Hauptgebäude, so. Oh, deswegen wahrscheinlich. Gebäude. Zu weit weg von was denn? Löschen. Ja. Nur mal von vorne. Und diesmal direkt dort, wo wir sie haben wollen, weil jetzt wissen wir ja, wie sie ausschauen wird. Nein, ja, nicht sehr ein Haus. Hernos haben wir ja schon. Meine Güte, nicht Kirche. Setzen wir die Kirche hier hin. Dementsprechend noch Gebäude entfernen, aber das geht schon. Großer Glockenturm. Der hat einen schönen Einflussradius nämlich. Wie passen da rein? Größe 20. Och, komm schon, da passen nur 20 Leute rein. Wir haben 80. Wie viel bringt so eine Steinerweiterung? 3. So 1,5. Im Hauptteil bringt 20. Also rein theoretisch müsste ich voll die riesen Kirche schon bauen. Okay, vielleicht nochmal überlegen.
bietet jetzt mal was an, was so groß sein muss. Und so enorm. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, ist sowas zu bauen. Das ist scheiße, ne? Da brauche ich den eckigen Turm wieder. Entschuldigen Sie mich, bitte hier so. Runder eckiger Turm. Nur so zwei Erweiterungen dran. Nochmal ein Turm. Und dann zwei Haupterweiterungen wieder. So. Dass die dementsprechend auch von der Höhe passen. Muss natürlich alles angepasst werden. Vorab kosten, wie viel Grundkosten habe ich denn eigentlich für dieses Teil? Wartungskosten fucking 500! Also neben, dass das Ding voll den Einfluss hätte und jetzt 90 Platz. Was natürlich schön zu hören ist, aber wie soll ich mir das leisten? Kosten von 500. Oder ist die für später gedacht? Die schaut cool aus. Das ist blau. Aber die können wir uns ja aktuell absolut gar nicht leisten. Das Problem ist halt auch, wir brauchen diese blöde Kirche. Dann mit der Masse her, ne? Wir setzen die mal hier hinten hin. Währenddessen. Wir wissen, tun wir ja, dass wir sie brauchen irgendwann. Aber das sollten wir vielleicht dann echt doch erst machen, wenn wir dementsprechend die Masse erreicht haben und erstmal die Taverne planen, weil dann kommt die Kirche auch irgendwo hier hinten mitten ins Hauptdorf dann rein. Muss mich mal eh erkundigen, wie wir so einen Priester kriegen. Haben wir jetzt die Aufgabe gebraucht, ein Priester, scheiße. Dann würde ich doch als erstes dieses Teil hier bauen. Ganz gemütlich hier hinten im Dorf drin und steht die Taverne. Bau beginnen. Haben wir eigentlich mittlerweile auch Militärmissionen? Nicht Territorium, Army Manager. Vollständig ausgebildet, größtenteils ausgebildet. Wir haben keine Schwertauflage. Verfügbare Mission einfach. Prozent Chance zum Anzeigen. Akzeptiert jetzt. Muss ich hier... Das sind meine ganzen Soldaten, oder wie? Schaut so aus. Würde ich sagen, senden. Die sammeln sich jetzt einmal Dorfplatz, oder? Alle sechs Stück. Jo. Da ist der Abmarsch. Das sollte uns vielleicht ein bisschen positiv noch mehr Geld bringen. Alter, die Kirche. Ich will die haben. Die ist halt teuer. Ihr werdet nochmal alle zu Leibeigenen gefördert. Und das sollte fürs Erste passen. Weil uns geht die Kleidung aus, wie scheint. Leider auch aus. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Denn es sind schon wieder 20 Minuten rum bei mir auf der Uhr. Und ja, ich würde sagen, das sparen wir uns dann
fürs nächste Mal auf, damit es ein bisschen spannend bleibt. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.